Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer da draußen zur letzten Kaffeepause. Mein Name ist General Pilofas, ihr dürftet mich natürlich kennen. Und wer ist jetzt noch mit dabei? Der Egonson, hallo. Hallo, General Pilofas, wie geht es dir? Vorzüglich, vorzüglich, zumal ja, diesmal rechtzeitig, unser lieber Mr. West da ist, hallo. Guten Tag. Hi. Jo. Ja, ich bin da, mein Computer ist repariert. Immerhin, ich muss an der Stelle gleich mal sagen an die Zuschauer bei euch drüben, alle haben ja ihre Großprojekte fertig. Meine Gruppe ist noch eine ganze Aufnahmesession, also 3 Stunden im Verzug. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig, sind aber schon 5% fertig mit dem Bauen. Das heißt, alle Ressourcen sind schon abgeliefert für die Arkologie. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gegenseitig so ein bisschen die Städte an und sagen uns dann am Ende ganz nett Tschüss. Ich bin mal in Drecksschleuder rein. Du hast ja gemeint, dass ihr mit eurem Großprojekt schon fertig seid, Mr. West. Ja. Weil nämlich in meiner Region Ansicht ich kein Großprojekt sehen kann, aber wenn man in die Stadt reingeht und dann rüberschaut, dann sehe ich da eure Solaranlage. Ja, das habe ich genauso in der Zuschauerbase und bei euch, bei dir habe ich das auch, dass ich das nicht sehe. Ah, krass. Ja, ich habe bei den Zuschauern gerade gesehen, dass sie die Arkologie fertig haben mit nur 2 Städten und eine davon ist der Walnusskamm. Da können wir später gerne mal vorbeischauen. Ja, auf jeden Fall. Habe schon eben gesehen. Aber ich bin jetzt auch gerade in Dreckschleuder. Das dauert ja ewig. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, und so. Nee. Doch, schon. Ach. 300.000 Einwohner, 6 Millionen Simoleons. Da läuft alles richtig bei dir, würde ich mal behaupten. Hast du große Probleme? Das einzigste Problem, was ich habe, dass ich zu wenig Mitarbeiter habe, also zu wenig theoretisch Leute, die arbeiten, weil ich habe jetzt von einer Bevölkerung von 300.000 gerade mal 24.000 Einwohner, die arbeiten und 38.000 sind freie Plätze. Das finde ich ja so klasse gelöst hier von SimCity. Ja, naja. Kannst du machen, was du willst. Also ich habe dasselbe Problem. Ja, und ich habe mittlerweile, um General Pilofas will, mein Kohlekraftwerk, also den Betrieb weggenommen, da ich ja die Solaranlage habe und bin dabei, halt auf höhere Technologie zu gehen, um halt nicht mehr so viel Luftverschmutzung zu erzeugen, die rüber weht. Sehr sozial von dir. Ja. Naja, die Schmelzhütten tun trotzdem noch was, aber ich bin halt am Versuchen, das Problem zu beheben. Eigentlich straßentechnisch, gut, das fängt jetzt langsam an, dass sich das ab und zu ein bisschen staut an den Straßen, an den Autobahnen anfängen und enden. Aber bei so einer großen Stadt ist das eigentlich schon fast normal. Ja. Ja, ist echt gut gelöst. Mit so viel Hauptstraßen, dann Straßenbahnen optimal genutzt. Ich finde trotzdem, also du hast ja teilweise jetzt mal nur so Kritik auf hohem Niveau, noch ein bisschen Platz, wenn du solche Wohnblöcke geschaffen hast, dann ist in der Mitte von den Wohnblöcken manchmal noch so ein kleines Loch. Also es wäre optimaler gegangen, das nur mal so, aber 300.000 Einwohner sprechen, glaube ich, für sich. Ja, also das ist jetzt auch, ich glaube, meine 4. Stadt, die ich gebaut habe. Also so viele Städte habe ich jetzt noch nicht gebaut. Ich habe das da auch selber gesehen. Ich glaube, ich mache die Blöcke lieber schmaler und länger dafür, anstatt breit, sagen wir es mal so. Aber sonst. Naja. Ja, richtig. Ich sehe auch, du hast so mal die große Blöcke angelegt und die innerhalb dann mit mittelgroßen oder dichten Straßen da verbunden. Hast du da dich an ein Konzept gehalten oder ist es so natürlich gewachsen? Hast du da rumgespielt und gemerkt? Nee, ich habe mich an ein Konzept gehalten. Also, man hat ja am Anfang die. Eine Hauptstraße, die mitten durch die Region geht. Von da aus bin ich jeweils damals, manche Straßen sind abgerissen worden, das gebe ich auch noch zu, weit nach rechts gezogen. Ja. Einmal durch, halt die untere Straße, da habe ich später erst gebaut. Und dann sozusagen, ich hatte das so geplant, eine kleine Querstraße, eine große Querstraße. Ungefähr so ist das aufgebaut, damit du sozusagen die Straßenbahn optimal nutzen kannst. Wie ich das mittlerweile also finde. Und User joined your channel. Da gemerkt, dass die Heyo. Wir nehmen gerade auf. Ja, sorry. Kein Problem. Hast du da gemerkt, dass die Straßenbahn dir den Verkehr wirklich abnimmt, also dass sie einen positiven Effekt hatte oder
Hast du die so gebaut und gehofft, dass es tut? Weil nee, die hat es sogar ziemlich lange sehr gut getan. Ich habe das sogar gar nicht so gemerkt. Ich dachte eigentlich, ich hatte sogar eine Zeit lang hier gar keine Busse. Mhm. Und das ist mir relativ spät aufgefallen, wo das ich das auch hier wieder so ein bisschen gestapelt hatte. Ich wusste das als erstes gar nicht, dass es gemacht hatte. Ich hatte es total vergessen. Ich wollte das anscheinend später machen. Mhm. Also Straßenbahn nutzt echt. Besonders okay, wenn du halt die Wohngebiete mit der Industrie verbindest, weil da hast du halt die meisten Verkehrsprobleme halt zu den Stoßzeiten. Ja. Ja, da hast du auch besonders viele Straßen von den Wohngebieten hin zur Industrie. Also, und die gradet sich bei mir, also wenn ich dir gerade zuschaue, auch noch gerade vollkommen ab. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Kann man gar nicht mitkommen. Ja. Sehr schön. Ihr habt euch ja auch für die Solaranlage entschieden. Bei mir war das so, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dem Effekt, weil man ja, was weiß ich, wie viele tausende Prozessoren man dahin geliefert hat, um jetzt ein bisschen am Strom zu sparen. Also das bisschen Geld, was man jetzt an Stromkosten spart, hätte man mit den Prozessorenfabriken auf jeden Fall, wenn man die verkauft hätte, wenn man jetzt zehnfacher Millionär oder so. Also geht es euch auch so, dass irgendwie die Großprojekte nicht den erhofften, tollen, großen Effekt hatten? Also ich habe jetzt, das ist überhaupt mein erstes Großprojekt gewesen. Ja, von der Solaranlage her. Ich habe es aber leider relativ nicht mit aufgebaut. Das haben eher meine Kollegen gemacht. Ich habe das halt sozusagen nur belauscht nebenbei. Hab da immer mal nachgefragt, wie sieht's aus und so. Und ja, also mir ist auch aufgefallen, dass halt 1500 Megawatt ist jetzt wirklich nicht die Welt. Mhm. Und damit kannst, das nützt einem auch nur was, wenn man sehr auf Industrie sich legt, weil ich verbrauche jetzt gerade mal 650 Megawatt circa. Mhm. Und also dann spart man sich sozusagen nur ein Kraftwerk, also das lohnt sich also meiner Meinung nach nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, ich denke mal, was sich am meisten lohnen würde jetzt beim Großprojekt technischen ist, wenn man Tourismus geht und dann so einen internationalen Flughafen baut, weil da ist man dann wirklich auf sowas angewiesen, beziehungsweise das bringt dann auch wirklich was. So Sachen wie Strom, also die kriegt man auch so geregelt. Ja. Sehe nicht, wo es da jetzt ein Problem geben würde. Und naja, deshalb haben wir im Gegensatz zu euch uns auch nicht zur Solaranlage entschlossen, sondern gedacht, die sind jetzt richtig cool. Wir bauen die Ökologie und ja, wird dann auch hoffentlich noch irgendwann fertiggestellt werden. Auf jeden Fall wesentlich cooler als bei euch. Übrigens, ich muss an der Stelle nochmal sehr bemängeln, ich muss leider in meine Stadt zurück und da 5 Minuten warten, um dann wieder in eine Nachbarstadt von dir gehen zu können, Mr. West. Das ist wirklich nervig. Sonst würde ich so gerne bei deinen Kollegen reinschauen, aber ich will diese Ladezeiten und dieses Risiko des Abstürzens einfach nicht auf mich nehmen. Dann lass uns doch kurz in Untergolding reinschauen. Genau, wir könnten unter Goldingen gehen, jedoch, wenn die Zuschauer oder du das sehen möchtest und das nicht riskieren willst, dass es abstürzt. Ich hatte dazu im letzten Video, glaube ich, habe ich jede Stadt mir angeguckt gehabt. Ah, um das halt ein bisschen zu minimieren. Gut, genau. Ja, dann können die da reinschauen. Unter Goldingen ist meine, oder? Ja, ja. Genau. Ah, ja, muss man mir erst sagen. Ich habe da keinen Plan. Ah ja, da sieht man auch das Fundament der Ökologie im Hintergrund. Drohnen. Na logisch. Ja. Ja. An der Stelle vielleicht mal so ganz off-topic, weil es mir gerade einfällt. Spielt ihr alle Rome 2, wenn es rauskommt? Ja. Nein, da ich ja, wie gesagt, bis heute noch kein Total War Teil gespielt habe. Stimmt, ich habe schon mal gefragt. Naja. Und wenn, dann fange ich mal mit Napoleon oder so an, also mit was Günstigem, aber jetzt den neuesten Vollpreistitel mir zuzulegen, da warte ich dann lieber noch. Oder schau erstmal bei euch rein. Okay. Ja. Jo. Schön, schön. Ich gehe mal davon aus, dass du es auf jeden Fall spielen wirst. Du bist ja in Kontakt mit den Machern, habe ich mitbekommen. Mit den Machern? Ehrlich gesagt nicht, nee. Also, sehr schön, ne? Aber wenn ich nicht mit den Machern, mit Rome 2 Headquarter bin ich in Kontakt. Ich weiß nicht, das sind nicht die Macher. Ach so, gut, da habe ich... die Ökologie sprießt gerade aus dem Boden bei euch. Sieht lustig aus. Ja. Das ist, wer sind die Rome 2 Headquarters? Das ist eine Person, ich habe ein Interview mit dem gemacht mal, kannst du dir anschauen, wenn du willst, kann ich ja unten verlinken bei mir. Gerne. Also in meinem Video.
Jo, das ist eine Person, der betreibt diese Seite, der hat auch schon Fansites zu anderen Seiten, zu SimCity oder vor allem zu die Sims gemacht, glaube ich. Da betreibt er, glaube ich, die größte Fanseite seit 10 Jahren. Ah, ja. Also er hat da ein bisschen Ahnung von und hat das ganz hobbymäßig gemacht und kriegt halt ein bisschen Werbeeinnahmen, aber ist jetzt kein Geschäftsmodell von ihm, jedenfalls nicht primär. Ja. Und macht das ganz hobbymäßig, hat selber keinen Kontakt zu den Entwicklern. Insofern habe ich da natürlich dementsprechend auch keinen. Aber ich kann mal exklusiv für alle spoilern, dass ich mit ihm zusammen in Realm 2 aktiv sein werde und eine große Community aufmachen werde. Also mit Clans und allem drum und dran, aber alles weitere sei in einem extra Video dazu erwähnt. Nice, okay. Bei mir ist gerade aufgepoppt, dass die Arkologie fertig wäre und ich das Band durchschneiden kann. Wow. Ja, auch. Eben war sie noch bei 5%. Was ist denn da verbuggt? Das kann doch nicht wahr sein. Ist bei dir auch das Band durchschneiden da? Nee, 10% im fertig. Also das Ding, wenn ich im Hintergrund gucke, das steht da ganz groß. Ja, ja, das steht da auch ganz groß, aber 10%. Okay, jetzt ist Bau abgeschlossen. Ich schneide mal das Band durch. Ja, mach ich auch mal. Ja, wartet mal, schaut mal beim Datum. Ich bin im Februar Jahr 4 und ihr? Nee, ich noch nicht mal annähernd so weit. Ich bin gerade im Ladebildschirm im Moment. Ja, ich auch. Ich habe auf Band durchschneiden geklickt und es hat gedonnert und jetzt bin ich in meiner Stadt wieder. Jetzt habe ich Bau abgeschlossen. Band durchschneiden. Also das muss ich jetzt kurz vorlesen. Tut mir leid, auch wenn es Kaffeepause ist, aber sowas muss man vorlesen. Tu das. Arkologie. Um dieses Meisterwerk menschlicher Baukunst zu errichten, brauchen Sie ausgebildete Arbeit. Ach, das ist das Normale, wow. Band durchschneiden. Tadadada. Oh, so viele Fernseher. Also jetzt bin ich auch auf meiner Provinz. Sehr schön, die Arkologie haben wir. Ja, schön. Ich dachte schon, ich muss jetzt noch 5 Folgen darauf warten. Aber wir haben es auch so geschafft. Das freut mich umso mehr. Genau, was war ich? Wegen Rom 2. Genau, Rom 2. Aber glaube ich, haben wir ja. Genau, du hast gespoilert, dass du mit dem Macher von Rom 2 Headquarters etwas zusammen machen wirst. Ja, und bist ja auch schon fleißig aktiv mit dem Rom 2 Talk. Habe ich schon mitbekommen. Genau, aber ich werde es nicht spielen. Ich freue mich auf Europa Universalis 4, was ja auch um den Dreh rauskommen soll. Oh ja. Ich bin ja am Crusader Kings 2 zocken und da deutscher Kaiser. ein herrliches Gefühl und genau. Ich habe jetzt auch Europa Universalis 3 mir günstig ersteigert und schaue da mal rein, um dann vorbereitet zu sein. Ja, da freue ich mich drauf so ein bisschen. Genau, jetzt ist die Arkologie wieder in ihrem mittleren Zustand, aber dir ist sie fertig, Pilo. Ja, eben hieß es Bau abgeschlossen. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Ja. Also ich sehe sie gar nicht. Kann ich mal, ja doch, ich sehe sie komplett. Aber also ich finde auch wirklich, dass sie das nicht hinkriegen, dass das Spiel hier richtig läuft. Das ist echt arm. Also, naja, zwischenzeitlich hatten wir doch mal in der Kaffeepause erwähnt, dass Gronkh das abgebrochen hat, das Let's Play, aber es hatte so viele Klicks, er hat wieder angefangen. Also, es ist irgendwie ein Auf und Ab mit diesem Spiel. Ich check's auch nicht. Wenn man in den Mediamarkt oder in den Saturn geht, der ganze Saturn ist voller SimCity-Werbung von oben bis unten. Ja. Aber das Spiel an sich wird von allen Kritiken weggehauen. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwas läuft da schief. Es ist halt so ein Titel, den jeder kennt und da weiß jeder, ah ja, hab ich ja früher schon mal gespielt, kannst du auch verschenken und so weiter und so fort und da machst du nichts falsch, aber ja. Pustekuchen. Halt, wenn du dich nicht vorher damit auseinandergesetzt hast oder halt eben keine Zeitschriften liest, Computerspielezeitschriften, dann kaufst du das und denkst dir, irgendwie finde ich es nicht so gut. Mir fällt da noch gerade was ein. Wenn das für euch okay ist, ich hatte vor zum Thema Rom 2, da habe ich gerade, fällt mir gerade ein. Ist ja bestimmt okay, wenn ich das kurz erwähne. Ich hatte vor, wenn Rom 2 draußen ist, hier so ein kleines Turnier zu machen, ähnlich wie Shogun, nur diesmal will ich das alleine machen. Ich habe auch, halt weil ich auch überhaupt keine Werbung schalten will, nur, also die im Video ist, sondern um sozusagen einen kleinen Preis zu machen, habe ich bei Amazon sozusagen Partnerschaft gemacht. Da können die Leute freiwillig drüber einkaufen. Daraus will ich so einen kleinen Pot machen, eventuell mit einem kleinen Preis. Raffiniert. Und das ist halt total freiwillig. Wer da mitmachen will,
in dem Sinne, wer danach auch teilnimmt, der macht ja auch sozusagen, bezahlt sozusagen seinen eigenen Preis nur. Mhm. Und ja, ich bezahle ja auch darüber, also so ist es jetzt nicht, ne? Ach so, ja, 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 klar. Mhm. Also, ich wollte es nur erwähnt haben, die Leute, die da teilnehmen möchten, die können halt auch dann was beisteuern und später dann teilnehmen. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit da vielleicht etwas ein bisschen mehr zusammenkommt oder sowas. Okay. Ja. Ja, schöne Sache. Also ich habe ja auch so Amazon-Partnerschaft. Nicht, weil ich jetzt ultra geldgeil bin, aber mein Gott. Ich habe da an Weihnachten so eine kleine Aktion gemacht gehabt. Wer was kauft, kriegt einen Key, den ich noch übrig habe zu einem Spiel oder sowas wie Dota 2 oder Rome Total War. Das hatte ich mal gekauft, als im Angebot war, als Geschenk. Da hatte ich dann noch übrig so Sachen. Da wurde auch fleißig eingekauft, da habe ich dann wirklich an Weihnachten einmalig 80 Euro verdient. Ich meine, ist auch ganz nett. Und oh ja, jeder hat dafür ein Spiel bekommen, der das gemacht hat. Also ich finde so Aktionen echt viel besser, als wenn man in den Videos Werbung schaltet. Wenn man einfach mal so sagt, hey, ihr könnt darüber einkaufen, was ihr sowieso kaufen wollt, eure PS3 oder sonst was, und kriegt noch was dazu. Ja, also da werde ich dich dann, wett das Video, hast du dazu ein Video gemacht, Mr. Best? Nö, das werde ich erst machen, wenn das Spiel draußen ist. Ich will mir das Spiel erstmal angucken, weil wenn das nachher, ich hoffe es natürlich nicht, wenn das Spiel aber jetzt doch nicht so gut sein sollte, wie wir es alle erwarten, kann ja passieren, dann muss man halt warten, bis das Spiel bugfrei ist oder sowas und das dann starten, aber ich muss noch erstmal gucken, wie die Schlachten genau aufgebaut sind, wie der Multiplayer genau ist. Man muss das jetzt erst gucken, danach kann man dann halt bestimmen, wie man das Turnier aufbauen will. Aber was ich auf jeden Fall machen will, das soll halt entweder 1 gegen 1 Schlachten werden oder 2 gegen 2. Das muss ich jetzt mal schauen. Ja. Ich bin gerade im Walnusskamm in der Zuschauergruppe von Toonstruck. Moment, ich komme direkt hinterher. Der ja hier mit der Freiheitsstatue diesen wunderbaren Ausblick geschaffen hat. Ja, das fand ich auch echt klasse. Ja. Und die Stadt ist anscheinend noch mehr gewachsen. Also er hat seltsamerweise nur 30.000 Einwohner, aber da oben auf diesem kleinen Hügel stehen nur Hochhäuser. Das Empire State Building, der Willis Tower und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, hier alles so hoch zu pushen und wo er das Geld dazu her hat und wie er die Arkologie freigeschaltet hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass er da Hilfe von seinem Nachbarn bekommen hat. Da weiß ich gar nicht, wer da dabei ist. Könnt ihr das gerade sehen? Ich spiele mal wieder am Ladebildschirm. Nee, ich spiele es gerade leider nicht. Was ich aber auch cool finde hier beim Walnuss, das ist hier die Windmühle, Windkraftwerk, wie der das auch aufgebaut hat. Schön am Hügel so und drunter. Also der hat den Platz, glaube ich, fast optimal komplett genutzt. Den er da hatte auf so einem schwierigen Gelände. Also Respekt. Ja, ne? Ich gehe gerade in Endertopia rein. Noch eine Stadt von Abada. Die ist gar nicht bebaut, okay. Ja, dann sieht es so aus, als ob er die Arkologie alleine gebaut hätte. Das ist doch nicht möglich. Mit einer Stadt. Doch, wenn du es richtig schlau anstellst, mit TV-Geräten und so weiter. Also der hat er nicht. Der hat ja hier nur eine Spielhalle. Aber... Ja, da war ich gerade, aber die Stadt ist nicht bebaut. Also da ist nur der Platz vergeben, aber keine Stadt drin. Ja, Respekt an Toonstruck für dieses... Dann hat er wohl sehr lange gespielt. Oder das Spiel einfach nur laufen lassen. Ja, also da Respekt für. Tja, und ich kann meine Freunde nicht einladen. Jetzt klappt's, jetzt, okay. Also da zieht gleich ein neuer in die Region. Sehr gut. So. Der Profit der Freiheitsstatue heute 54.000. Boah. Ja, diese Touristenattraktionen bringen anscheinend sehr viel Geld ein. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die kosten eher, aber auch das Empire State Building. Also mich kostet mein Schieferturm von Pisa 7.000 am Tag. Und ich habe jetzt eine große Feuerwache völlig unnötigerweise gebaut, voll ausgebaut, kostet mich jetzt 12.000 pro Stunde. Mhm. Mein Krankenhaus kostet mich auch 12.000 pro Stunde. Ich glaube, ich bin irgendwie bescheuert. Weil bald sind die Industrieeinnahmen aus und dann weiß ich nicht, wie ich mein Geld verdienen soll, ehrlich gesagt. Aber naja, ich habe 7 Millionen. Was will ich? Eben. Ich habe auch schon meine Ölquellen abreißen müssen, weil meine Ölvorräte erschöpft waren. Soweit habe ich auch noch nie gespielt und habe dafür einen Flughafen gebaut und nebendran das Empire State Building, das unter Wasser steht.
Ja, so. Ja, dann sorry. Können wir ja direkt mal, wenn wir schon mal darüber sprechen, nach... Genau, gehen wir jetzt zu dem mal rein. Ah ja. Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn die Ressourcen alle erschöpft sind, dann kann man ja noch auf Tourismus gehen danach, indem man ein bisschen abreist, genug Geld hat am Anfang. Mhm. Und dann kann man nochmal richtig mit Tourismus abräumen. Also vielleicht erst Wirtschaft und dann Tourismus statt andersrum. Ja, auf jeden Fall. Also der Tourismus ist ja nachhaltiger in dem Sinne. Und ja, ist, glaube ich, auch deine einzige Möglichkeit, dann noch irgendwie groß Geld zu verdienen, weil zum Beispiel jetzt meine Prozessorenfabrik muss Plastik einkaufen, was ein teurer Spaß ist. Ich mache trotzdem dann noch ein bisschen Gewinn, aber irgendwann ist halt auch die Kohle weg und irgendwann ist dann auch noch das Erz weg. Und dann weiß ich nicht, ob es sich noch lohnt, Prozessoren herzustellen, wenn du die Rohstoffe alle einkaufst. Also ja, es lohnt sich nur noch minimal, ganz minimal, glaube ich. Oh, ja. Das Empire State Building, episch. Das war Absicht, oder? Naja, ich habe ja hier die Stelle unter Wasser schon gehabt und wollte es dann drauf ankommen lassen. Und tatsächlich sind die ersten beiden Stockwerke unter Wasser. Aber hält die Leute nicht davon ab, trotzdem das zu besuchen. Natürlich. Ja. Coole Sache, richtig Geld. Richtig Geld macht das Teil ja bei dir. Ja, ne? Hast du sonst noch Tourismus-Sachen? Oper von Sydney, ja, du bist jetzt schon hier. Tourismus-technisch ganz auf der Lauer, was auch immer. Aber mehr umgeplant. Ich habe mal unbedingt den Arc de Triomphe und hier das Opernhaus bauen wollen und habe mir das jetzt nicht nehmen lassen. Und ich habe ja Geld, weißt du, ich habe ja Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und da habe ich mir gedacht, baue mal hier schön an die Küste das hin. Nur ein, zwei Casinos dazu. Dein Arc de Triomphe, wo ist der? Schräg gegenüber von Opernhaus in Sydney am Stadteingang zwischen dem Recyclingzentrum und der Polizeiwache. Geht total unter. Da hätte man eine gute Chance, die See machen müssen. Aber nein, baut das da eine Ecke von einer kleinen Straße mit der Müllhalde. Ja, meine Güte. Ja. Vor allem das Recyclingzentrum ist ja wirklich größer als der Arc de Triomphe. Kriegst du dadurch nicht genügend Plastik? Durch das Recyclingzentrum? Gute Frage. Ich hatte vorhin großen Plastikmangel. Ich muss mal gucken. Wiederverwertungsanlage für Plastik. Produziert ein bisschen, aber anscheinend nicht genug, um die Prozessorenfabrik am Laufen zu halten. Oh, das sieht aber richtig cool aus, ehrlich gesagt. Ja, dann könntest du ja theoretisch, wenn ich nämlich gerade nachgucke, weil du hast gerade mal von 18.000 geleerte Werkstofftonnen, hast du gerade mal 3.000 gemacht, du könntest davon eins oder noch zwei bauen, dann hättest du auf jeden Fall genug Plastik. Recyclingzentren meinst du? Ja, du hast ja gerade mal 3.000 von 18.000 geleert, also du bist noch nicht mal... Dann baue ich noch ein paar Wertstoffsammelwagen. Ja. Danke für den Tipp. Bitteschön. Spare ich mir dann Heidengeld beim Einkauf, sehr gut. Ja. Gut aus. Dieser Flughafen, lohnt der sich wirklich? Also kannst du den empfehlen? Weiß ich gar nicht. Den habe ich jetzt in der letzten Folge gebaut, damit ich einen habe. Vor allem, damit ich Feuerflughafen-Landeplatz bauen kann, wo ich jetzt gar nicht dazugekommen bin, oder? Habe ich? Müsste ich doch jetzt machen können. Naja. Und also der steht noch nicht lange. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Eigentlich, warum hast du so eine geringe Bevölkerung? Das wundert mich auch. Du hast da viel mehr gespielt als ich. Oder ist das Absicht? Ist Absicht. Also ich habe nie mehr als 50.000, 60.000 gehabt. Die Straßen habe ich auch nie geupgradet, weil ich mir gedacht habe, die Stadt läuft. Sie produziert alle Rohstoffe, die wir eben für unser Großprojekt brauchen. Ich bin gesättigt mit öffentlichen Einrichtungen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt wachse, brauche ich mehr öffentliche Einrichtungen und muss mich um alles kümmern. Und so habe ich dann immer feingetuned und mich immer um die Probleme gekümmert, die kamen. Aber habe dann aufs Wachstum verzichtet, absichtlich tatsächlich. Ja. Können Sie spaßeshalber mal hier die Straßen upgraden, wobei ich da glaube eher, dass dieses fragile Gebilde komplett in sich zusammenfallen wird. Ja, es steht zu befürchten. Ja. Was mich dann doch ganz so ein bisschen ist, dass in den Fährenhafen nie Passagiere von außerhalb anscheinend kommen, bei mir jedenfalls nie. Bei du hast einen Fährenhafen, da kommen 22.000 am Tag. Ja. Dann hast du die anderen, da kommen null am Tag. Was hat das denn zu bedeuten? Der eine Passagierhafen ist mit einem Kreuzfahrtanlegeplatz erweitert. Aha, den hatte ich nämlich auch und trotzdem kam niemand in meiner... Seltsam. Also ich hab mit müssen das Passagiere aus den Städten der Region sein, oder was?
Das weiß ja keiner so genau, wo die Touristen herkommen. Ob die von den anderen Städten kommen oder ob die so erzeugt werden. Aber ich glaub, denn ich hatte das mit Bambi und da hatte ich das gebaut und Bambi hatte keinen Ferienhafen. Ja. Und bei mir kam niemand von außerhalb. Niemand. Ja. Also anscheinend kommen die wirklich aus den anderen Regionen. Ah ja, das kann sehr gut sein, weil ich habe mich mit Fabi, meinem Partner, da abgesprochen, der hat auch zur selben Zeit einen Fährhafen gebaut und die liefen da von Anfang an, ja. Ja, ja, schön. Hm. Da freue ich mich richtig nochmal auf meine Aufnahme, wenn ich hier loslegen kann. Und übrigens, du könntest jetzt in deiner Feuerwache die Helikopter dran bauen. Ich habe nämlich gerade an meine Liga dran gebaut, dank deiner Erweiterung. Hey, cool, da kann ich jetzt auch bauen. Sehr gut. Oh, gleich vier. Machen wir gleich vier. Ach gut, zwei muss reichen. Ich hatte auch vier. Also ich habe auch vier. Ich habe von allem das Maximum in diesem... Wenn ich schon mal sowas habe und Geld habe, dann haue ich immer alles raus. Und jetzt habe ich minus 20.000 die Runde. Eine Stunde. Ja, man verdient ja genug durch die Legierungen, beziehungsweise Metallen und so. Also gehe auch davon aus, wenn man da irgendwie im Plus ist, dann sind die Steuern auf jeden Fall zu hoch. Aber ich glaube, das Spiel will wirklich so gespielt werden, dass man da im Minus ist später... durch eben Legierung und Handel da Profit dann macht. Ja. Ja, ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben langsam die halbe Stunde zusammen, ne? Ja. Es war meine Ehre, mit Ihnen gespielt zu haben, meine Herren. Vielen Dank. Ebenso. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Ich habe euch ja angeschrieben. Ihr wart alle sofort dabei. Sehr schön. Ich hoffe, man kann darauf zurückgreifen. Diese Erfahrung, dass man vielleicht später irgendwann mal zu einem anderen Spiel vielleicht mal was machen kann vielleicht. Ja, ich kann nur sagen, von mir aus immer wieder gerne und bedanke mich natürlich auch bei euch. Die Links zu den Kanälen jeweils gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung zu immer, wenn ihr den ein oder anderen mal genauer anschauen wollt. Genau. Ja, auch das wär's von mir. Jetzt dürft ihr loslegen. Ergonson, du darfst zuerst. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Mitspielen. Danke für die Einladung, Pilo, fürs Organisieren. Und war mir wirklich eine Freude, jetzt mal so ein Großprojekt auch tatsächlich in Angriff genommen zu haben und fertiggestellt zu haben. Und ja, ich werde vielleicht nochmal ein, zwei Folgen machen aus der Region. Aber dann war es auch erstmal von hier. Ja. Ja, wunderbar. Gut, dann fangen. Da darf ich dann noch? Juhu. Dann fange ich auch mal damit an. Ich bedanke mich auch mal an euch beiden und dass ihr so Geduld hattet mit mir, weil, obwohl mein Computer so am Arsch ist oder war. Mhm. Und ich würde gerne nochmal mit euch allen spielen, besonders mit dir, Pilo, und mit Ergonson auch natürlich. Eventuell auch mal ein anderes Spiel, das vielleicht nicht für mich kanaltypisch ist oder sowas. Ich bin für alles offen. Mhm. Und ja, natürlich außer sollte Strategie sein. Ach so, Mist. Ja. Warum? Ja. Welches Spiel willst du denn sonst? Ja, wir können auch gerne mal ein kleines Spiel spielen, irgendwie so ein Casual-Game oder sowas. Ja, genau, oder sowas wie Tanks und irgend so eine, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wo man dann einfach nur mit so Panzern aufeinander, das ist ein 2D, ach Gott, ich zeig euch das mal, irgend so ein Minigame im Internet. Ja, das ist von mir aus sowas, da können wir von mir aus auch ein kleines Let's Play dazu machen. Ja, das ist nett. Ja, ich glaube, das war's. Und ihr findet bei mir auch beide in meiner Kanalbeschreibung. Und ich würde dann sagen an euch beiden, bis zum nächsten Projekt mit uns drei. Ne? Ja. Ja, sehr schön. Danke nochmal ganz kurz an Tracina, die ja auch bei dir mit aufgenommen hat, Ergonson. Genau, und ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles abgehakt und abschieden euch aus diesem Let's Play. Ihr habt's echt hinter euch. Glückwunsch. Ciao, euer Pilo. Dankeschön. Ciao. Ciao.